So, letztes Mal haben wir euch diese Testchamber gezeigt, die wir jetzt hoffentlich in einer Folge schaffen werden. Weil ich erinnere mich, dass wir beim ersten Mal durchspielen hier ziemlich lange gebraucht haben. Aber fangen wir einfach mal an. Scheiß auf Testen, ich bin ein Kaninchen. Alter. Bist aber ein hübsches Kaninchen. Dankeschön. Ich bleib mal auf der Seite hier. Ja. Obwohl ich kann hier überhaupt... Naja, doch, ein bisschen was kann ich machen. Kriegst du von dem Gel irgendwas Nützliches? Ich schieße jetzt mal durch. Nee. Oder doch, warte, klar. Mach nochmal. Jupp, kommt. Und nochmal. Lieferung kommt. Und nochmal. Jupp. Was soll denn da eigentlich? Henry? So, jetzt nochmal. Komm mal. Achso, ich hab gedacht, ich könnte das Ding umdrehen. Ja, das ist natürlich schade. Wenn ich das Ding umdrehen könnte. Da komme ich leider nicht dran. Aber da. Ja. Kannst du das... Na, scheiße. Ich sehe das Problem. Sobald ich das Ding verlasse... Verlieren wir unsere Portale und können mit dem blauen G gar nichts machen. Das heißt, ich muss hier drin bleiben. Ach, warte, ja klar, ich weiß wie. Mach nochmal. Das war schon wieder so einfach, ne? So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal alles eingesperrt. Soll ich jetzt hier nachkommen oder wie machen wir das? Warte mal. Mach doch mal einen Testsprung. Ja, klar. Sei kein Mädchen. Ach, so schwer ist das doch nicht. Ja, aber du musst so oder so erstmal hier hin. Weil du dich so oder so hier drauf stellen musst. Kaninchenkräfte aktiviert. Na, Plattform stehen. Alter, komm schon. Ciao, ciao. Komm, wenn wir jetzt endlich die letzten Folgen zu gehen. You're just wasting my time. Du liegst komm, mit 98 schon. Zu 2 vorne oder so. Ich gönn mir das. Niemals. Du hast so viel Genugtuung in diesem Spiel. Spring du mal. Ja, spring du mal. Oh oh. Okay. Ich sollte auch wirklich springen. Close, and that's what you do. Alter, hör auf. Ich dachte, ich könnte hier mit dem blauen Laser da irgendwie sniped werden. Hast du da drüben was zum mich herholen? Ja. Wenn ich da hinten jetzt ein Portal hätte. So, jetzt spring. Ach so, ja, okay. Ja. Ich habe gemerkt, was dein Problem vorhin war. Ja, du solltest auch springen. Ja, bin ich, wirklich. Aber ich habe selbst auf 600 mal 400 ein Delay. Jetzt bist du aber schön gesprungen. Dankeschön. Bitte. Ich hasse dich. Ich weiß. Ja, 99 zu 1. Ach komm. Komm, jetzt spring nochmal daneben. Okay. Das war aber, glaube ich, knapp. Ja! Ich werde fast aus dem Boden wieder rauskommen. Komm mir entgegen. Hol mich vom Flughafen ab. Nein! Asozial, ich kenne mich hier nicht aus. Grumpy Daddy. To start preparing for human testing again, I checked an old suggestion. Oh, was ist das denn da an der Boden?
The number one Was ist wohl da drunter? Mass deadly Keine Ahnung. Vielleicht so ein hübscher Strahl wie gerade. How do they know for sure the tests are deadly if they can still write the suggestion? Oh shit. Die ist so eine intelligente Frau. Ich muss sie einfach heiraten. Auf jeden Fall. Vor allem kämpfen wir jetzt drum. Wir rambolen das gleich aus beim Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Go, Lad, schneller. To get to the vault, you are going to need to use all the tricks you have learned. Hey! Ja, du bist geflohen. Er ist einfach geflohen. I have made these tests extremely difficult. I would say extremely deadly, but we all know, for you and your amazing ability to be reassembled, nothing is deadly. Spring mal auf. Das bringt uns nichts. Doch. Ich will halt drauf, damit du das Portal da einsetzen. Da. Und dann? Kannst du darüber laufen und den Schalter aktivieren. Ich vertraue dir nicht. Warum nicht, Alter? Ich habe mein Vertrauen echt verloren. Nur weil ich dich noch einmal diese Folge sowieso töten muss. Sei doch einfach ehrlich. Du liebst mich in Wirklichkeit und willst mir schwimmen beibringen. Ja. Kannst du schon schwimmen? Ich glaube nicht. Ja, ich kann es. Läuft mega gut. Aber jetzt muss ich erstmal trocken werden. Ah, okay. Was betätige ich hiermit? Aha. Jetzt kannst du da hinschwimmen. Ah, okay. Ja, ich bin safe und du? Ich auch. Verflucht. Scheiße gelaufen, wa? Ein bisschen. Oh, kannst du mal aufhören, die ganze Zeit in mir rumzubacken? Ich will dahin. Da ist ein Portal. Kommst du denn jetzt raus? Warum gehen wir denn nicht dahin? Was willst du denn da? Ah, fahren wir wieder dahin. Warte mal kurz. Warum gehst du nicht da lang? Warum gehst du nicht da lang? Warum gehst du nicht da lang? Ich sehe schon. Yes! Ich gewinne auch mal! Das kann nicht wahr sein. Es ist unfassbar! Das kann nicht wahr sein, ich akzeptiere es nicht. Was hat mein Leben noch für einen Sinn, wenn ich mal Schnick, Schnack, Schnuck gewinne? Ach, hier ist Knopf. Ja, du musst erstmal hier was? Durchlaufen. Ah, okay. Ja. Kannst du nicht wegmachen. Ich muss es selber ja, wegmachen. Doch, klar kann ich wegmachen. Ah. Genau, geht's ja. Boah, Alter. So knapp. Kannst du mir bitte jetzt mein Ding wiedergeben? So, jetzt machst du nochmal dein Gel, bitte. Okay. Na, geht doch. So. Und jetzt müssen wir das gleiche nochmal machen. Obwohl, können wir gar nicht. Du kannst gar nicht draufdrücken. Das gucken wir gleich. Lauf erstmal rüber. Nee. Jetzt komm. Nein, das bringt doch nichts, Mann. Wir müssen das auch, glaube ich, so gar nicht. Ja, stimmt. Du kannst das jetzt da und da hinten setzen, dann kann ich auf den Knopf drücken. Ach, da meinst du, okay. Ja. Das war ja easy. Aber wirklich? Ich glaube, dieser Gehpfad kommt echt gut klar. While I can't control the world outside of the testing courses, the reassembly machine can continue with his work. You will need him for the final track. Ach gut, werden wir wieder explodieren, ja? Yay! Da habe ich ja Bock drauf. Oh ja. Das kribbelt.
Immer so schön. I didn't mean to make you feel bad earlier about your tests not being real science. I guess finding out they weren't science was some sort of test in and of itself. Congratulations on passing that test. Das in Klammern sarkastisch ignoriere ich komplett. Aha. Ich sehe, was du vorhast. Ja. Ja, du willst Walljumpen, rechts-links-mäßig. Ja. Dafür müssen wir aber von hier da oben rausspringen. Und jetzt, machst du das da unten? Das rote, hier das orange nehmen. Hier unten. Da willst du das orange nehmen? Ja. Oh, du müsstest mal Tab drücken, das sieht immer schön aus. Du bist ein Volltrottel. Ah, nee. Da oben ist nicht richtig. Würde ich auch sagen. War denn für den Kleber verantwortlich? Du. Aber lass uns jetzt mal beide direkt hier hochgehen. Setz da dein rotes. STRG drücken dann. Ja, ich weiß. Das klingt ja nicht. Aber ich wollte nicht. Ich will zuerst. Dong, dong, dong. Sah sehr schön aus in der im Tab View. Aber das war auch wieder sehr, sehr einfach. Hast du gesehen, dass ich auf den Hintern geguckt habe? Ja. Fluch. Ach, an das Ding erinnere ich mich nur, dass wir es gehasst haben. Ja. Das ging irgendwie so voll diagonal, glaube ich, mit den Lichtschranken und dem Glibber und so. Und dann haben wir dauernd den Glibber aus Versehen weggemacht und. Okay. Es war auf jeden Fall ätzend. Durch. Dessen, das dachte ich mir sogar schon. Dessen dachte ich mir sogar schon. Dessen dachtest du dir schon? Dessen war ich mir sogar recht bewusst, dass ich mir das dachte. Was? Achso. Das sah jetzt alles anders aus. Ja, da oben kann ich Portale setzen, die uns überhaupt nichts bringen. Ah, okay. Nee, ich hab's, hat's funktioniert. Wo kriege ich den Glibber denn jetzt am besten hin? Ah, okay, warte. Schieß den Glibber los. Ich schieß den Glibber los. Muss wieder Walljump. Sieht ein bisschen danach aus, dass ich auf jeden Fall jumpen muss. Mach nochmal Glibber. Ja. So, das sollte reichen. Und da hinten kann ich auch irgendwo hinschießen. Mach mal Glibber einfach nur so, mal gucken, was passiert. Ja, da müssen wir dann wahrscheinlich auf den Links schießen. Haben wir da Glibber an der Wand jetzt? Warte mal. Ja, aber noch ein bisschen wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ja, du musst den Schalter hier betätigen. Ich warte jetzt hier. Dann gucke ich gleich mal, wo ich noch irgendwo was hinsetzen kann für Glibber. Das sieht gut aus. Da haben wir, glaube ich, schon mal ein gutes Stück geschafft, was wir letztes Mal nicht hatten, weil es uns, glaube ich, gefehlt. Ja. Was mache ich denn mit den... Ah, okay, da komme ich da oben raus. Ich hoffe, das klappt. Kannst du unten nochmal den Glibber setzen? Wow! Den Glibber nehmen. Eine Dingens Wall. Ach Scheiße. Ja, du musst den Glibber setzen. Und dann muss da Glibber drin. Irgendwie. Also du musst da einsetzen und beim Glibber. Irgendwie. Warte mal. Kann ich ja, dir warte, jetzt du, nicht. Du kannst mir die Wall setzen, aber wie soll ich hier drauf drücken? Ja, ich sehe das Problem schon. Ach, ich kann hier an der Seite. Da kann ich durchschießen, okay. Glibber habe ich. Wo wolltest du das Portal hin haben, das andere? Dort. Jo. Das sieht gut aus. Ja. Na, komm mal ran. Ich glaube, dadurch, dass wir diese Wand hier so früh einfach direkt gestrichen haben mit dem Glibber. Ich glaube, ja. Das war letztens unser Problem.
wirklich. Wonder if the humans will make a statue of me for rescuing them. Unwahrscheinlich. If they ever write an historical document of my heroic rescue, I will make sure your names are included in the footnotes. Das ist ja, oh, awesome. Die Frage ist nur, wer hat die Menschen denn überhaupt hier eingesperrt jetzt? Wie sind die runtergekommen? Und will Gladys sie essen? Hatten die auch eine Portal Gun? Sie werden sicher bald eine in der Hand haben. Werden sie jemals so viel Liebe empfinden wie bei füreinander? Sehr wahrscheinlich, ja. Don't think you two aren't going to get something. The bond you formed during these tests will last a lifetime. Tätschel, tätschel. Streichel. Ey, das macht man nicht. Das auch nicht. Dann hat es verdient. Das orangene Gel. Yay, Speed. Erster. Ich will da durch, ich will da durch. Well done. Da, Lord. Und ich muss halt jetzt... Was betätige ich mit diesem Schalter? Drück den Schalter nochmal. Achso, ich mach da hinten nur die Tür auf. Muss den Cube gleich draufregen. 3, 2, 1. Nice one. Ich glaube, das ist fast schon langweilig, sag ich, dass wir so gut mit dem Gelee umgehen können. Ja, ist echt unfassbar. Ich glaube, wir sind älter geworden, Philipp. Oh, und reifer. Möge das Gelee mit dir sein. Woher war das nochmal? Irgendeine Star Wars Verarsche. War das nicht dieses... Ja, ich weiß, was du meinst. Falls es euch einfällt, schreibt es in die Kommentare. Aber ich glaube, ich werde dann wieder aufkommen. Ja. Ich wusste das mal. Ich hab die... Ja. Ja, das war nicht Periode 1 oder so, das ist halt... nevermind. Wir müssen auch beide ziemlich schnell jetzt da durchflitzen. Ja. Soll ich hier oben bleiben so lange noch? Brauchen wir mich hier noch? Ruhig. Ach ja, ich weiß wie. Naja, das sind die Level, die man am längsten gemacht hat. Ach ja, von einer Seite dann zur anderen laufen und dann rausschießen. Genau. Dann brauchst du mich ja hier echt nicht mehr. So. So, das heißt, du musst mich jetzt da durchschießen. Durch deine andere Ding schieße ich dich. So, ich schieße ja also erst durch die 1. Ach nee, also, du musst erst backen setzen. Kannst du dir beide setzen? Warum? Ja, damit du gleich eins wegmachen kannst. Achso, ja, ich hätte jetzt auch das Gelbe dann gleich, ja? Ja. Ist das Top Speed? Ja. Dann möchte ich das noch ein bisschen abpassen. 1, 2, 3, bam. 1, 2, 3, bam. 1, 2, 3, bam. Oh, hättest du noch das Rote nehmen müssen. Da! Was denn? Oh! Jetzt musst du aber das Gelbe nehmen. Ja. So, jetzt muss ich einen Rhythmus finden. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Klatsch. 1, 2, 3. Klatsch. 1, 2, 3. Klatsch. Gut. Ich mach's einfach nach Gefühl. Ja, super. Fühl dich sicher bei mir. Und das Gelbe wird dann wieder zerstört. Du bist nicht sehr weit geflogen, oder? Geh da mal rein. Mach nochmal Gelee. Wie dein Schnupfen gerade. Nicht so richtig. Andere Seite auch nochmal Gelee? Mach ich einfach mal. So. Dann geht's mal wieder los. In Richtung Rot. Okay. Danke.
Danke. Das war falsch abgepasst, glaube ich. Close and you are going to fail me. Ey, das muss ich ja echt machen, wenn das Ding unten ist, quasi. Ja. Aber ich glaube, das war dir vorher auch bekannt. Ja. Ja, ja. Müsste funktioniert haben, oder? Ja. Gut, das kannst du da oben gar nichts machen, ne? Nee, und wir haben schon gefailt. Verdammte Scheiße. Hätten wir mal Anna anfangen sollen, oder was? Nein, ich hätte dafür ein Portal setzen müssen. Auf beide, oder wie? Aha. Nee, nur für eins. Weil ich an das vordere hier nicht rankomme. Ja, aber du hättest mir ja vorher beide... Ja, hätte ich auch machen können. Ist ja scheißegal. Setz die beiden... Ab mit dir da rein. Und los. Ja, dann langsam den Dreh raus. Ja. Das Lila, den kannst du jetzt wieder umsetzen. Ich hoffe, das Gelee reicht aus. Spring aber in Richtung von Blau. Also lauf in Richtung von Blau, damit ich das Orangene wegsetzen kann. Falls ich fail oder so. Kannst du das Lilane bitte ein bisschen mehr mittig setzen? Danke. Also, ich laufe in Richtung Blau. Okay. Warte, ich schaff's nicht, Sprinte. Wie hast du das denn überlebt? Ich hab gesagt, ich bin Kratos. Yeah, yeah. At the rate you are completing these tests, I am beginning to think you don't share my excitement for rescuing crying, trapped, injured, dying humans. If that doesn't motivate you, I'm not sure what will. Kuchenwürde. Kuchen motiviert immer. So, das war's für heute. Ja. Und morgen seht ihr dann den letzten Part von des normalen Portal 2 Koops. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao.